und wurde dann von Blankenburg aus versetzt zu einem Lehrgang, zu einer Schule. In Wiesenthal war diese Schule. Ein halbes Jahr habe ich dort eine Schule besucht, wo uns praktisch bestimmte Dinge der geheimdienstlichen Tätigkeit selber gelehrt wurden. Naja, mache da kein Hehl draus. Wir haben damals dann immer gesagt, das waren, muss ich jetzt sagen, vielleicht 20, 30 Leute, die dort waren, alles Fremde, wir kannten uns nicht. Waren eben aus der ganzen Republik, aus verschiedenen Diensteinheiten dort zusammengetrommelt und wurden dort praktisch ausgebildet. Ebenfalls mit anderen Namen, wir haben andere Ausweise bekommen zu der Zeit. Ich habe damals einen anderen Namen gehabt, Personalausweis dementsprechend. Und wir sind dort, wir haben immer gesagt, so die fünfte Kolonne. In dieser Richtung sind wir dort ausgebildet worden. Wir haben dann Sprengunterricht gehabt, haben Hinterhalte gelegt, haben, naja, wie soll ich sagen, gelernt, irgendwo einzubrechen und eben alles solche Dinge. Tote Briefkästen, weiß nicht, ob Sie sich da was drunter vorstellen können, tote Briefkästen anzulegen, Nachrichten dort weiterzuleiten und bestimmte Objekte zu beobachten, zu fotografieren. Zu DDR-Zeiten war das ziemlich gefährlich manchmal. Der eine oder andere wurde dann auch von der kann ich mir noch daran erinnern, da war dann mal von den Russen festgenommen worden, da war 3 Tage verschwunden, weil er da die Kaserne fotografiert hatte. Ja. Und das dauerte dann immer eine gewisse Zeit, ehe man diese Leute dann wieder ausgelöst hat. Ja. Aber wie gesagt, das war im Wiesental, da war ich ein halbes Jahr zur Ausbildung, wo uns also diese Grundkenntnisse beigebracht worden sind. Mit der Richtlinie war das eigentlich immer so, später mal irgendwie im Hinterland des Feindes zu operieren. Wie ich vorher schon sagte, so die fünfte Kolonne, die es mal gab, um dort eben bestimmte Anschläge zu verüben. Wir haben schulmäßig jetzt dort gelernt, wie man Schienen sprengt und dies und jenes alles. Ja. Also solche Dinge. So, und von dort aus, da war ich in Blankenburg, bin dann dort nach Wiesenthal das halbe Jahr gegangen. Und es war eigentlich immer die Rede davon, dass ich dann nach diesem Lehrgang oder nach dieser Ausbildung nach Blankenburg zurückkommen sollte. Wir wurden dann nachts aus diesem Objekt zurückgefahren in bestimmte Dienststellen und ich landete in Berlin-Johannisthal. War natürlich groß empört, dass ich nicht, habe gesagt, was soll ich hier in Berlin, ich komme von Blankenburg. Und der Genosse, der damals mit mir gesprochen hat, um mich hier zu dieser Schule zu kommandieren, hatte mir gesagt, ich komme nach Blankenburg zurück. Ja, wie hieß denn der Genosse? Und dann habe ich gesagt, der hatte sich mit Luft vorgestellt. Und dann haben sie gesagt, dann wird er sich bei der Luft aufgelöst haben. Und so war das. Den kannte niemand und sowas und wusste niemand angeblich. Und da bin ich dann also in Berlin gelandet, war in Berlin, dann kurze Zeit dort auf einer Grenzkompanie. Und aber dann auch schon unterstellt der Aufklärung und Abwehr, die hier in Potsdam in der Heinrich-Mann-Allee. In der Heinrich-Mann-Allee gab es die Grenzbrigade und dort gab es auch ein Haus, wo eben die Aufklärung und Abwehr drin war und wir waren denen dort unterstellt. Wir sind dann immer zu besonderen Dingen aus den Grenzkompanien abgezogen worden, die ersten paar Mal.
und wurden dann selbst hier konkret in der Heinrich-Mann-Allee untergebracht, wo wir dann stationär praktisch gewohnt haben und sind hier innerhalb von Potsdam eingesetzt worden, sind von der Aufklärung und Abwehr. Das gab, war einmal an der Grenze bestimmte Beobachtungen durchzuführen, beziehungsweise um auch dann Zivilpersonen zu beobachten. Das war dann aber schon, wie gesagt, 1965, 66, wo ich dann hier in Potsdam gewesen bin und habe dann auch mal zwischendurch in Wilhelmshorst gewohnt, auch mit zwei anderen ehemaligen Genossen, die dort auch der Schule waren. Dann haben wir dort ein Häuschen gehabt in Wilhelmshorst. Und bin dann 1966 direkt von der Bezirksverwaltung hier in Potsdam, Ministerium für Staatssicherheit, übernommen worden als Passkontrolleur. Und habe dann ab 1966 als Passkontrolleur in Nedlitz gearbeitet. Erst auf der Alten Güst, die war direkt draußen in Nedlitz, an der Brücke des Friedens dort unten. Und dann wurde eine neue Güst gebaut in der Bertini-Straße, in der Nähe vom Sezilienhof dort hinten, wo wir dann umgezogen sind. Und an dieser Grenzübergangsstelle wurden eben die Schiffe kontrolliert, die zwischen Berlin und der BRD gefahren sind, beziehungsweise auch, gab ja auch DDR-Schiffe, viele Schubschiffe, damals mit Bauschutt oder anderem Kohletransporte. Wie gesagt, diese Schiffe wurden dann von uns dort kontrolliert, gemeinsam mit dem Zoll. Als Passkontrolleure hatten wir die Aufgabe, die Pässe und die Personen zu kontrollieren. Das heißt, Personen in dem Sinne anhand der Pässe. Und der Zoll hatte eben die Aufgabe, die Laderäume, Maschinenraum und Kajüten, also Wohnräume auf den Schiffen zu kontrollieren. Das war unsere Aufgabe. Und wie gesagt, auch der Wasser, das war eine Wassergüst. Dann kam noch der Teltow-Kanal dazu. Und 1985, nachdem die Glienicker Brücke saniert wurde, vom Frühjahr 85 bis Dezember 85, wurde die Glienicker Brücke der Grenzübergangsstelle Nedlitz unterstellt. Und mit dem Zeitpunkt wurde ich dann auf die oder zur Glienicker Brücke kommandiert und habe dann von 1985 bis 1990, wie gesagt, auf der Glienicker Brücke gedient.